vergessen wir nicht das Ende des 18. Jahrhunderts, Europa noch mit Bewunderung auf China guckte. Damals betrachten die Aufklärer die chinesische Form des Regierens, ein Kaiser, dessen Funktion darin bestand, im Grunde die Harmonie zwischen Erde und Himmel zu wahren, der das Mandat hatte, dass die Dinge in Ordnung blieben, aber dann gestürzt werden konnten. Ein Kaiser übrigens, der nicht einer Dynastie entstammen musste, sondern der auch sogar aus dem Volk theoretisch kommen würde. Eine konfuzianische Lehre, die im Gegensatz zum damals im Feudalismus verharrenden Europa, wo die Kriegerkaste, die Adel ja darstellte, das höchste Ansehen genoss, den Soldaten auf eine sehr niedrige Stufe gestellt, auf die niedrigste Stufe der Gesellschaft. Und das Mandarinat, die eigentliche Verwaltung, die eigentliche Elite des Staates, die Verwaltung, lag in Händen von Philosophen und Schriftgelehrten, die durch Examen, durch philosophisch-literarische Examen über den Konfuzianismus zu ihren hohen Ämtern gelangten und die natürlich eine gewisse Verwaltungspraxis mit sich brachten. Aber es war eine Meritokratie, die damals die Europäer begeisterte und die durch die Schilderung der Jesuiten am chinesischen Hof, die vergeblich versucht hatten, eine Bekehrung Chinas zu bewirken, und selbst chinesisch gelernt hat, selbst Mandarine geworden waren. Aber diese Schilderung hat es immerhin mit sich gebracht, dass im ausgehenden 18. Jahrhundert die China auf aller Lippen war, die Chinoiserien en vogue waren, dass Friedrich der Große sogar in seinem Park von Sanssouci einen chinesischen Pavillon errichtete. Das alles ist dann zerstoben aufgrund der Unfähigkeit Chinas, sich anzupassen. Aber dann kam eben die maoistische Revolution. Ich will jetzt nicht auf die verschiedenen Phasen eingehen. Und was immer man von Mao Zedong sagen kann, er hat entsetzliches über China, Elend über China gebracht. Bei seinem großen Sprung nach vorn sind wahrscheinlich 20 Millionen Menschen verhungert, weil er die Wahnsinnsidee hatte, dass man in jeder Volkskommune eine kleine Stahlkocherei machen konnte und dass man damit eine Stahlproduktion nennenswerten oder modernen Ausmaßes schaffen könnte. Mao Zedong, der noch in seiner großen Kulturrevolution die Jugend gegen die Partei dann aufgeboten hat, als er sah, dass seine Macht erschüttert war, wiederum wahrscheinlich 5 Millionen Menschen gestorben sind, aber der immerhin dieses den Rahmen, den starren Rahmen des Konfuzianismus brach und China den Willen gab, wieder zurückgab, eine Weltmacht zu werden. China, das zwischendurch, wie man heute in vielen Filmen ja sieht, im 15. Jahrhundert über eine gewaltige Flotte verfügt hatte, das den damaligen europäischen Flotten, auch den späteren Flotten der Portugiesen, Spanier und Briten, weit überlegen gewesen wäre, die aber auf Beschluss eines Ming-Kaisers dann abgeschafft wurde, einfach weil China sich selbst genügte. Nun, dieses China ist wieder da und hat eine seltsame Kombination gefunden. Sie haben den Konfuzianismus wiederentdeckt und seine Tugenden und halten also auch den Konfuzianismus den Europäern auch entgegen, wenn sie mit ihren europäischen Werten kommen und sagen, wir haben unsere eigenen Werte. Und die sind den euren zumindest gleich. Und sie haben natürlich auch Elemente des Maoismus übernommen. Ich war diesen Zwang zur breiten Solidarität des Volkes, den China früher nie gegeben hatte, denn die Solidarität existierte früher nur im konfuzianischen System innerhalb des Sippen und der Familien. So, und dazu kommt dann eben dieser Modernisierungspush, den Deng Xiaoping, der wahrscheinlich der größte Mann der jüngsten chinesischen Geschichte ist, seinem Land verpasste und auch, sagen wir, die schöpferischen, kapitalistischen Veranlagungen des chinesischen Volkes zum Tragen wieder brachte, sodass China im Begriff steht, die erste Weltmacht zu werden. Nicht Indien, wie man gelegentlich gesagt wird und das weit überschätzt wird. Und die Amerikaner sind sich dessen voll bewusst. Und wer China besucht hat, zum ersten Mal im Jahr 1972, als die Kultur der Revolution noch nicht zu Ende war, und es jetzt wieder sieht, steht vor einem Phänomen, das ein unglaubliches Staunen auslöst.
Und das betrifft eben nicht nur, wie oft behauptet wird, die Küstenstädte, nein, das geht tief ins Land hinein, das geht auch bis nach Tibet hinein, wo ich vor 2 Jahren gewesen bin, das ist nach Xinjiang hinein, also diese Uiguren-Provinz, wo es jetzt zu Unruhen gekommen ist, das geht in die Mandschurei hinein. Und wenn man da auf der anderen Seite der Grenze der Mandschurei jenseits des Flusses Amur, des Heilongjiang, des Flusses des Schwarzen Drachen, wie die Chinesen sagten, dann die Weite Russlands, Sibiriens, Ostsibiriens sieht, der Provinz Primorie, wo die Menschen, wo keine Menschen mehr leben, wo die Dörfer sich geleert haben, am Ussuri, wo man gekämpft hatte, zur Zeit Khrushchevs zwischen Chinesen und Russen, zwischen Rotgardisten der Chinesen und der russischen Armee, mit schweren Verlusten übrigens. Da herrscht absoluter Friede, aber auf russischer Seite sich alles geleert und wartet gewissermaßen auf den Bevölkerungsschub aus China, denn in der früheren Mandschurei, die im Jahre 1900 noch menschenleer war, leben heute 120 bis 130 Millionen Chinesen. Aber das ist eine Frage, die Russland erst nicht unmittelbar berührt, denn die Chinesen sind klug genug, sich damit zurückhalten. Sie begnügen sich damit, sagen wir, ihre wirtschaftliche Penetration auf der ganzen Welt durchzuführen. Man findet sie wirklich buchstäblich überall. Aber in Russland, vor allem im Osten Russland, sie können kein Produkt kaufen, was nicht chinesisch ist. Und wenn sie nach Amerika kommen und in die vielen Billigläden gehen, ist eben alles chinesisch. Wenn sie in die Luxusregions gehen, sind es europäische Waren. Amerika ist noch absolut führend auf dem militärischen Sektor. Die High-Technology der amerikanischen Armee ist von keinem anderen Staat erreicht, weder von Russland noch von China bisher. Das ist das Manko, das Chinesen im Moment zu überbrücken suchen. Und sie stellen da, es sind da gewaltige Anstrengungen im Gange, und eine Nation, die bereits in der Lage ist, einen Menschen rund um die Erde zu schießen und ihn heil herunterzubringen, ist natürlich auch in der Lage, zumal China mit Atomwaffen bestückt ist, mit Interkontinentalraketen die kalifornische Küste zu erreichen, sodass, sagen wir, das nukleare Patt, das zwischen Russland, der früheren Sowjetunion und Amerika seit langem besteht, nun auch zwischen Russland, zwischen China und den USA besteht. Diese Expansion Chinas verzieht sich auf vielerlei Dinge. Aber ich will jetzt doch auf den militärischen Aspekt kommen, um dann nachher zu den Fragen überzugehen. Es ist eben auch in militärischer Hinsicht, ist der Westen nicht mehr in der Situation, wo ein Kanonenboot ausgeschickt wurde, um ein fremdes Sultanat zu unterwerfen oder um das ferne Venezuela zur Zahlung seiner Schulden zu bewegen. Dabei muss ich auch noch erwähnen, wenn ich Venezuela schon sage, kommt mir der Name Chavez ins Gedächtnis. Aber es ist auch ein Phänomen für Amerika, ein bezeichnendes Phänomen dieser ungeheuren Bevölkerungsverschiebung, dass man der Staatschef von Venezuela ein Indianer ist, der Präsident Chavez, oder ein Gemisch, ein Sambo eventuell. Er hat wahrscheinlich auch etwas Negerblut. Und dass in Bolivien zum Beispiel ein Staatschef, ebenfalls reiner Aymara-Indianer, der Präsident Morales dort das Sagen hat. Dazu kommt, sagen wir, diese ungeheure Mischkultur Brasiliens, das als Schwellenland und als kommende Großmacht angesehen wird. Und dieser lateinamerikanische Druck liegt natürlich auch auf den USA und hat das Antlitz Amerikas verwandelt. Ich muss doch noch ein Wort zu dem Präsidenten Obama sagen. Nämlich, es ist für jemanden, der mein Alter hat, ist eine ungeheure Erfahrung, wenn er zurückblickt auf das Jahr 1950, als ich noch mit dem Greyhound-Bus quer durch Amerika gereist bin, an der Grenze von Oklahoma, mussten die Schwarzen im Bus, die man heute die Afro-Americans nennt, mussten in den hinteren Teil des Busses gehen. Es gab dann an den Zwischenstationen, an den Raststätten gab es dann getrennte Toiletten für Schwarze und Weiße, getrennte Plätze, wo die Weißen aßen und wo die Schwarzen aßen. Es gab also eine regelrechte Apartheid. Und dass dieses Land, nachdem erst 1947 der Präsident Truman gemeinsame Regimenter geschaffen hat, wo Schwarze und Weiße dienen, vorher war das getrennt, dass jetzt also ein
ein Mulatte, nämlich das ist ja kein reiner Afrikaner, im Weißen Haus sitzt, aber für die Amerikaner ist er ein Afro-American. Das ist eine derartige Revolution, die kaum vorstellbar ist. Das mag nur von relativ kurzer Dauer sein, wenn man sieht, auf welche Opposition Obama heute schon stößt. Aber durch den Zufluss dieser lateinischen, dieser halb indianischen Einwanderer aus dem Süden, die sie sehr schnell zu assimilieren versuchen, aber die trotzdem ihre Eigenart bewahren. Von Huntington kennt man nur das Buch des Clash of Civilizations, aber ein anderes Buch geschrieben, Who Are We?, wo er über den Verlust, sagen wir, der geistigen und materiellen Vorherrschaft der White Anglo-Saxon Protestant Amerikaner, also der Weißen, der WASP, wie man sagt, der Weißen angelsächsischen protestantischen Elite spricht, die bisher das Gesicht Amerikas, die Politik, die Wirtschaft gestaltet hat, jetzt aber mal konfrontiert ist doch mit einer Masse, mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund und auch, sagen wir, einem Vorgang, der bemerkenswert ist, dass die Katholiken, die von oben herab angesehen wurden, die nicht viel galten in den frühen USA, die als Papisten verschrien waren, heute die stärkste, bei weitem stärkste christliche Konfession bilden. Das verändert Amerika vielleicht mehr als der Mann im Weißen Haus. Es ist another country, was dort entsteht. Und das auch als Folge haben kann, bei Obama spürt man es bereits, dass ihn im Grunde die pazifischen Dinge, die Angelegenheit des Pazifischen Ozeans mehr interessieren als die europäischen, während Amerika bisher voll doch im Wesentlichen auf Europa ausgerichtet war. Gemäß dem Spruch des Präsidenten Roosevelt während des Krieges, der von Japanern ausgelöst wurde, aber sein Spruch war, seine Aussage war eben doch Europe first. Aber kommen wir nun zur militärischen Situation zurück. Und da stellen wir eben fest, dass die bisherigen imperialen Mächte, die Europa, von Europa wollen wir gar nicht sprechen, nämlich Europa hat keine nennenswerte Armee und die europäischen Staaten sind auch nicht in der Lage gewesen, nennenswerte Armeen aufzustellen. Aber dass die Großmacht Amerika, die 1945 einen grandiosen Sieg davon getragen hat, sowohl auf dem europäischen Kriegsschauplatz, die Landung in der Normandie war eine logistische, unglaubliche Meisterleistung. Und auch der Feldzug in Italien wurde ja gleichzeitig geführt. Aber vor allem auch, sagen wir, die Leistung des Krieges gegen Japan, das war, sagen wir, die schwerste Belastung, die Amerika unter sehr schweren Verlusten auch durchgestanden hat und dann zu einem für Amerika glorreichen Abschluss gebracht hat. Diese Kapitulation auf dem Missouri war gerade, hatte ja ganz so einen Symbolcharakter. Dass das der Vergangenheit angehört. Dass Amerika auf einmal nicht mehr in der Lage ist, mit Konflikten in Kleinstaaten zurechtzukommen. Dass Amerika zum ersten Mal in seine Schranken verwiesen wurde im Koreakonflikt, als es gegenüber der Volksbefreiungsarmee von Rotchina, die Volksrepublik China war erst ein Jahr alt, wurde die Amerikaner zu stehen gebracht von einem Millionenheer von Chinesen, die kaum bewaffnet war, aber die mit einem ungeheuren Elan gegen die amerikanische Stellung angerannt sind. Und dann kam Vietnam. Vietnam hat nicht die Folgen gehabt, die viele meinen. Vietnam war ein Prestigeverlust und Amerika natürlich als eine Schmach empfunden im Nachhinein. Aber Vietnam hat die Welt nicht verändert. Die Domino-Theorie, die damals in Washington mal vorgeherrscht hatte, unter Eisenhower und auch Kennedy und Johnson, dass wenn Südvietnam kommunistisch wird, dass sich dann ausbreiten würde über ganz Südostasien bis nach Indien hin, wie Kennedy gesagt hat, das ist ja alles gar nicht eingetreten, sondern der Kommunismus ist auf Vietnam begrenzt geblieben und die Chinesen haben darüber gewacht, dass nicht einmal Kambodscha so als Einflussnahme Vietnams wurde.